Simao, bau neues Getriebe ein. Muss ich das jetzt? Alter, Monaco. Ah ja, muss ich. Monaco. Ich muss mir neues Getriebe einbauen, ne? Monaco wird es jetzt so wichtig sein, eine schnelle Zeit zu fahren im Qualifier, ne? Um dann weit vorne zu starten, Digga, bei Monaco. Sonst hat man, glaube ich, echt ein dickes Problem, oder, Chat? Das sieht schön aus, so der Hafe. Ich darf jetzt auch nicht zu viel Risiko gehen. Gehen zur Strecke. Die Sonne vorhin so sau scheiße. Gut rausbeschleunigt. Komm schon. Da fahr ich immer zu schnell. Ich glaube gut, Chat. Ich glaube, ich bin gut. Boah, Digga, wie schnell. Was? Ich bin neun Letzter. Digga, wie schnell waren die denn bitte? Ich bin 18er geworden. Ich war 19er, was? Was? Hä? Was soll denn das jetzt geben? Hä? Wie schnell waren die denn? Hä? Hast du was an der KI verändert? Nein. Die haben 5 Sekunden. Das kann nicht sein, da ist ein Fehler. Sag ich euch, wie es ist. Hä? Das ist ein Fehler. Digga, ich bin gut, also ich bin für meine Verhältnisse in Monaco bin ich noch nie so gut gefahren. Ihr wart zu vorsichtig in den Kurven. Digga, das sind 5 Sekunden. Ja, wir sind fahren. Monaco-Regen, Digga, ich fress ein Besen. Ich fress einen scheiß Besen. Das gibt ja gar nichts hier, ne? Alle, wie die jetzt schon da stehen, ne? Danke. Ja, sorry. Die fahren mir auch da hinten. Oder ist, ja, der ist mir auch hinten drauf gefahren. Der ist mir hinten drauf gefahren. Warum steht er denn bei uns? Ja, der steht bei uns. Ich guck dich mal hin. Der war ja hinter mir. Wo kann man sich umgucken? Gucken und dann Rückspiegel. Nein, ist also ist hier da keiner stehen. Suchen und ausreden. Super. Wir warten, wir mal. Wie geht's denn? Und? Was geht ab? Doch, guck da hinten. Da steht er doch. Ja, klar, warte. Ich guck doch in den Spiegel. Das ist ein Park. Und jetzt mit kalten Reifen. Beste Leben in Monaco. Okay. Let's go! Ganz klar steht da hinten noch einer. Dieser Paris hinter mir. Das Arschloch. Ja, ja, wie jetzt wieder versucht hat, auf die anderen zu schieben, die Drecksau. Richtig, richtig. Er hat es direkt versucht wieder. Ich sag Cappuccino, hab ich in 2 geordert. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Ja, perfekt. Ah! Das Ganze verloren, ne? Mhm. Kalte Reife. Fliegende vorne und keine Alter, Teile. Nein, 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 fliegt. Boah, hier ist aber ganz schön eng. Digga, Digga, hör doch auf! Guck mal, die fahren so aggressiv! Da war aber der rote Pfeil bei dir. Ja, sorry, aber er kann einfach da vorbeifahren und sich da reindrängeln. Wenn ich das mache, kriege ich hier Probleme. Dann kriege ich direkt eine Verwarnung, wenn ich das mache.
Er kann machen, was er will. Sind die alle, da wird wahrscheinlich gar kein Crash passieren, ne, Chat? Nee. Das ist ja, wie der da wegzieht. Ich so fahre wie der, dann fahre ich in die nächste Wand rein. Sein. Digga, hey, die hängen uns ab, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich mache mir eine entspannte und hoffe einfach auf einen Crash. Kommt vielleicht halt aus den 20 Runden. Und fahr dann einfach vorbei, so entspannt. Aber ich glaube, die KI wird gar keinen Fehler machen. Oh nein, an die Wand gekommen. Was ist es, wenn du einmal zu viel Risiko nimmst, knallst du dann an die Wand. Da passiert nichts, oder Chat? Ist der Chat überhaupt noch da? Eingepennt. Da passiert nichts. Da sind 20 Runden blind da rumfahren. Da passiert nichts. Sag ich euch, wie es ist. Da vorne fahren sie, aber die kriege ich ja nie mehr, weil ich jetzt hier um die Kurven muss. Vor allen Dingen, Alter, wir wissen, es gibt Zeitstrafen, muss ich vorbeilassen, ne? Was machst du denn? Ja, ich muss sie vorbeilassen. Wie bist du überhaupt so vorbeigescheppert? Ich hab versucht. Sie kommt da rechts vorbeigezogen, Alter. Ich hab's versucht. Zwölf Sekunden sind nicht schneller, ne? Was ist passiert? Hast du dich lahmgelegt? Ich hatte keinen Flügel mehr. Gib nicht mal Safety Car, ne? Kein Safety Car! Ja, ich kann's dir mal auf meinen Hauptbildschirm umschalten. Holst du den Gasly noch? 17 Sekunden. Digga, aber also wie gut die wirklich da fahren, da fress ich Besen. Derzeit nimmt Pedro Zeit für Köpfchen. Hä, das kann doch nicht sein. Ich hätte, wie soll man, guck mal, weil sobald ich ja, ne, Risiko fahre, so. Ist schon, also da ist echt. Dann packe ich das ja gar nicht, dann fahre ich da an der. Fahr doch an die Wand. Nein, da kriege ich keine Punkte. Ich fahre es jetzt zu Ende. Ich fahre es jetzt zu Ende, Chat. So ist das halt. Ist noch lang. Vielleicht passiert ja was. Ja, guck jetzt. Ja. Abgekürzt, ja. Einmal nicht aufgepasst. Du kriegst eh keine Punkte. Doch, aber fürs Fahrerlevel kriege ich Punkte. Also für mein Level. Wenn ich da an die Wand fahre, gibt's Minus. Bringt mir ja auch nichts. Geh raus, macht keinen Sinn. Fahr gegen die Wand. Gilt mir noch ein paar Runden.
Punkt in Flensburg. Vielleicht passiert da vorne ein Riese-Crash und dann bin ich der Lachende. Guck mal, einer ist ja schon raus, Norris. Wartet ab, Chat. Übung macht den Meister und ich hab's nötig. Fahr gleich ganz geschmeidig in die Box, trink einen Kaffee, lass mir die Reifen wechseln. Gehe wieder raus auf den Highway. Tucker hier entspannt um meine Kurve. Die Online-Lobbys, die danken später, wenn ich hier trainiert hab. Safety-Car wäre so geil, ne? Sag ich euch ehrlich. Wartet ab, das passiert noch. Das passiert noch. Die machen halt immer mehr Meter, ne? Die holt man gar nicht. Das ist zu krass, wie fahren die das? Wow. Alter, da frage ich mich wirklich, wie fahren die das in Wirklichkeit Monaco? Das ist ja zu wild. Da muss man doch irgendwie aufgeben können, Chat. Kann ich immer in die Box reinfahren, reinrollen? Was sind die denn überhaupt schon? Ja, mach ich aber gut. Nix Motor sparen, das Auto muss aushalten. Hier wieder Vollgas raus. Regen ist halt auch eine ganz, ganz wilde Hausnummer. Das war's. Box, Box, Chat, dann sind wir raus. Das war's. Das ist unmöglich. Sag ich euch ehrlich, Chat, unmöglich. Also, wie fahren die denn das bitte?